Alter Kiesela, was machst du? Oh nein! Ich habe noch nie gegen Leute gespielt, die so gut flashen wie die. Das ist Wahnsinn, was die an den Utilities benutzen, also in Richtung Tactics. Und wir sind genau das Gegenteil. Wir flashen uns gegenseitig am Spawn und stecken uns den Finger in den Arsch. Schrecklich! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten CSGO Matchmaking. Auf Inferno. Es ist ganz früh am Morgen und ich muss noch geschwind was hinklöppeln. Mal gucken, ob das Team am Start ist. Hallo Team. Klingt so schon mal nicht schlecht. Ihr könnt euch nicht ausmalen, was gestern für ein edles Spiel abgelaufen ist. Gestern Abend, ich habe zum Glück einige Highlights davon abgefilmt. Mit Nvidia Shadow Player, wisst schon, diese Dingensfunktion. Ich habe mit Wall einfach noch kurz eine Runde gezockt, abends, also nachts, ja. Und es ist ausnahmsweise mal keine verschissene Aufnahme geworden, also keine durchgehende. Ich hatte 36 Kills oder sowas an die 90 Punkte. Ich bin so abgegangen. Die krassesten Kobis gemacht. Ich habe 5 oder 6 Granatenkills gemacht. One Pit, den kriegst du, easy, lad mal nach. Da sind noch 2, ach du Scheiße. Ja, bei solchen ultra geilen Dingern hat man natürlich nicht die durchgehende Aufnahme am Laufen, aber ich hatte zum Glück eben Shadow Player an. Es war sogar am Ende noch ein Los, aber es war eines meiner geilsten Spiele seit langem, also von meiner eigenen Performance. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe den ganzen Tag wieder nicht gespielt, es war abends, wir wollten noch geschwind eine Runde rumdödeln. Ohne Aufwärme, ohne alles. Und es lief von Runde 1. Und dann haben wir eben auch wieder die Theorie aufgestellt, wenn es am Anfang läuft, also durch Glück oder wie auch immer, dann hat man diese Einstellung, in dem Spiel weiterhin auch gut zu sein. Kennt ihr sicherlich auch, ne? Wenn man am Anfang nichts drückt, dann bleibt es meistens über die gesamte Runde eher schlecht oder mäßig. Und wenn man richtig krass abgeht am Anfang, dann hält sich das oft. Und es war noch nicht mal ein Downrank-Game. Ich dachte, ich würde knapp vor Downrank stehen. Die Teams waren exakt gleich. Es waren 3 DMGs, ein Doppel-AK und ein Adler. Ich konnte nicht schießen. Grün hat mich etwas geblöckelt. Ja, scheiß die Wand an, ey. Mach, du Wichser. Na, scheiße. Ja, ich dachte mir, ich schneide euch einfach nur ein kleines Best-of zusammen aus diesem letzten Spiel. Was für mich schön einfach gewesen wäre und vor allem jetzt ohne weiteres verficktes Spielen hier. In letzter Zeit bin ich bei CSGO einfach nur... Und dann war ich endlich mal... Dann ist sowas. Du Scheiße. Aber ich dachte mir, hey, vielleicht klappt es ja nochmal. Aber natürlich nicht. Wo sind wir denn auch, bitteschön? Hallo, wir sind ja nicht im Zauberland. Naja, jetzt werden sie halt gefickt. Jetzt haben wir ja voll bei. Ich frage mich dann bei solchen Sachen trotzdem jedes Mal, wo ist dieses Initial, wo ist das... wann wird entschieden, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Spiel ist für einen selbst? Ich denke, es ist wirklich sehr, sehr viel oder es liegt sehr stark an der Einstellung. Wenn man nicht muss, also wenn man nicht aufnimmt und nicht streamt, wenn man nicht gut sein muss, also klar, das ist natürlich für jemanden, der nicht aufnimmt und nicht streamt, ist das ein fremder Gedanke. Aber es ist auf jeden Fall festzustellen, dass wenn man nicht muss, dann läuft es meistens. Dieser typische Vorführeffekt tritt ein. Aber es gibt auch natürlich gute Runden, während man aufnimmt und während man streamt, das hatten wir alles schon. Jetzt, wenn man das mal zur Seite nimmt, da nämlich beides möglich ist. Also ich kann auch, wenn ich alleine vor mich hinspiele, scheiße sein. Wann kommt dieser Punkt, dieser Moment, wo es wirklich, also wo ich für mich selbst entscheide, ob ich on point bin oder nicht, weil ich es dann auch wirklich bin. Und warum ist das nicht grundsätzlich da? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei Profispielern grundsätzlich da ist. Wenn die sich sagen, ich muss jetzt on point sein, dann bin ich jetzt on point. Also zumindest so gut es oder so weit es in meiner Macht liegt. Gut, man muss auch sagen, wir kommunizieren gerade null. Es ist ja überhaupt keine, nichts. Keine Calls, kein gar nichts. Ich habe auch noch nicht gefragt, aber ja. Maybe one pit. Jeder dödelt hier ein bisschen alleine vor sich hin. Balcony's down. Need help on A. Maybe we could plant on A. Naja. One is A on spot. Ich hätte einfach noch warten sollen. Ja, ich war ja eh alleine. Was ist das wieder für eine Scheiße? Natürlich war gestern auch das Team zuckrig, ne? Es war... Wir waren nur Kanadier wieder. Also so ungefähr. Alle so... Sorry. Sorry, Team. Nice. Oh, yeah. Let's go there. Let's go here. Alle waren so richtig, als wenn wir alles so Mädchen wären, die in so einer Telefonkonferenz sitzen und man liegt so auf dem Bauch, auf dem Bett und die beiden sind so zusammen und man spricht so über Jungs, oder? So ungefähr. So haben wir gestern gespielt. Das war grandios. Und hier wieder irgendwie, hello, Team. Und das war's. Und dann schreibt einer, don't rush. Ja, direkt wieder Fickgesichter am Start. Oh. Let's play together, guys. Go for first kill. Fick. Komm mit, Gisela. Schnell weg, Gisela. Wir kriegen das hier gleich jetzt 5-0 reingedrückt. Ich habe schon wieder diese scheiß unglaublich negative Einstellung auch. Oh Gott, das ist eine Orb. Alter! Grün! Er chillt einfach da, seine Umgebung. Bad position. Behind the stone. Construction. So! Ich will die AK, ich will die AK. Ne, ich behalte die M4. Alter Kiesela, was machst du? Oh nein! Der hat meine Giselle abgeschossen. Ist der dumm oder was? Scheiß direkt Team. Aber nicht First Kill auf unserer Seite, gell? Mon frères. Krass, mal, wie wir die jetzt gebumst haben, ne? 3 gegen 5, Alter. No fucking chance against us. We can't win some crazy bitches. Maybe we should go B. I'm going for plant, for a banana. No.
One-on-Spot. Und dann holt er doch direkt den Kollegen, ne? Es war jetzt nicht irgendwie so, dass der Kollege dann einen Refrag holt oder so was. Das Mindset ist einfach ein hundertprozentig anderes als gestern in dem Spiel. Also ich weiß nicht, ob man in den Aufnahmen auch meine... Doch, meine Stimme wird, glaube ich, auch aufgenommen. Zwar mit dem Crap-Mikrofon, aber ja. Jungs, oh, ja. Gut, wenn ich den nicht killen soll, springt nur weiter vor mir rum. Ach, du Scheiße! Ich weiß, das war jetzt nicht optimal, ja. Ohne Jan-Spot. Keiner sagt irgendwas. Keiner sagt, oh, ich bin gestorben. Da ist jemand in Pit oder da oder wo, was wo. Das Einzige, was ich vorhin gehört habe, ist, Bad Positioning, da, wo ich die scheiß Runde geholt habe. Ja, ich glaube, ich werde ab heute nie wieder CSGO bringen. Das Spiel fuckt mich einfach so ab, ey. Naja, es ist ja nicht das Spiel, es sind ja nur die Mates. Also von daher bringe ich natürlich weiterhin CSGO. Aber zu meinem Seelenwohl muss ich auch endlich mal wieder ein bisschen PUBG machen. Verdammte Kacke. Einfach mal, um das bessere Spiel zu spielen. Versteht ihr? Ich meine, CSGO ist ja eh tot, sagen ja alle. Ne? Und das Low-HP. Ich habe noch nie gegen Leute gespielt, die so gut flashen wie die. Das ist Wahnsinn, was die an den Utilities benutzen, also in Richtung Tactics. Und wir sind genau das Gegenteil. Wir flashen uns gegenseitig am Spawn und stecken uns den Finger in den Arsch. Schrecklich! Ich denke, das ist das, was mir an PUBG so gut gefällt. Das ist jede Runde aufs Neue. Zack, 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 schnell. So ein eigenes Ding. Und hier bist du in einem Spiel gefangen, das einfach Cancer ist. Dann habe ich heute halt nicht viel Schneiderarbeit. Was soll der Guide? Heute wisst ihr, wie der Hase läuft. Ich lade jedes Spiel hoch. Außer ich habe technische Probleme. Will ja da nichts vorgaukeln von wegen, ich fahre immer nur Wind sein. Aber naja, kommen wir zu den erfreulichen Dingen im Leben. Die Tage gibt es ein Knife-Giveaway. Ich mache dazu noch ein extra Video. Wahnsinn. Wahrscheinlich morgen, wenn ich es morgen gebacken bekomme. Gesponsert von Skin Baron. So, vielleicht holen wir jetzt dann noch jede Runde und gewinnen 14. Und dann bringen sie sich wahrscheinlich alle um, aber das wird nicht passieren. Gesponsert von Skin Baron, ein Knife-Giveaway, 3B. Ich werde noch ein oder zwei weitere Skins dazu packen, nicht wieder 10, weil das so ein großes Ding ist. Diese zwei, drei Skins, die dabei sind, können an jeden gehen und das Knife only an Twitch-Subscriber. Also wenn man das Knife gewinnen möchte, auf Twitch subscriben und schon ist man mit auf der Liste. So kann ich dann sicher gehen, dass dieses Knife eben nicht an irgendwelche Skin-Geier geht. Wobei natürlich auch ein Skin-Geier sagen kann, hey, ich subscribe mal eben auf Twitch. Für Knife, keine Ahnung. Und wie gesagt, eben zwei, drei Skins dann noch einfach so nebenbei. Dazu mache ich noch ein extra Video, aber ich spreche sie jetzt einfach schon mal an, weil dieses verfickte Spiel sonst nichts innehält, was man... Also ja, es hat nichts. Es hat einfach nichts. Ich glaube, das ist so, das ist eines der schlechtesten Spiele. Also 16-0 hatte ich, glaube ich, zum Glück noch nie, aber 15-1 kommt ja schon sehr nah ran. Beziehungsweise 16-1 dann, in dem Fall. Keine Sorge, dieses Knife ist an keine Zahl gebunden, von wegen, Okay. Dieses Knife ist an keine Zahl gebunden, von wegen bei 45 Subscriber geht's raus oder so. Es geht einfach am 25. als Weihnachtsgeschenk für die Community an einen der Twitch-Subscriber raus. Fast hätte ich vergessen, die Gewinner des letzten Giveaways anzusagen. Und zwar von Platz 10 auf Platz 1 haben gewonnen Schuchi YouTube, Louis LP, Günther Lauch, Ente Ente, Xnadi, Lucys Tierwelt, Kraftbild, Senx, also S-E-N-X, Matt Fragezeichen und Silverm K. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, euch hier unter dem Video zu melden. Schreibt einfach sowas wie, oh, ich habe gehört, dass ich gewonnen habe. Und danach antworte ich dann darauf und erfrage dann euren Trade-Link. Bitte nicht direkt den Trade-Link schreiben. Dankeschön. Ich hätte auch das Beste von dem gestrigen Video machen können, aber ich dachte mir, hey, das wird zu kurz. Mach lieber ein Matchmaking. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!